Oh, 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 Vorsicht, ja, da muss ja was nicht stimmen, ja? Ja, wollen wir mal gucken, ob der Höhepunkt da kommt, ja? Da ist ja Aufregung vorprogrammiert. Aber trotzdem ein hübsches Mädel. Na, gucken wir mal, ja? Anna L., Friseurin. Also sie sieht auf jeden Fall, also sie sagt ja auch hier unkomplizierte, feurige Frau. Ich glaube, sie ist jetzt ein normaleres Mädel, jetzt nicht alles gemacht oder insofern ein ganz normales Mädel. Sieht sympathisch aus, also auf den ersten Blick finde ich, sie sieht sehr sympathisch aus, ja. Also macht einen netten Eindruck. Also ich glaube, dass sie keine Frau ist, die Schwabbel machen würde. Heilpädagogin aus Hamm. Also die sieht schon ein bisschen tougher aus als die andere Anna. Ich glaube auch, dass die ihre Meinung vertreten könnte. Und wenn ihr was nicht gefällt, ich glaube schon, dass die jetzt kein Mauerblümchen ist, sondern die sagt schon, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt. Sieht sehr sportlich auf dem Bild aus. Mein Gefühl sagt mir, dass sie am Ende nicht die letzte Rose kriegt, aber warum auch immer. Die liebe Annika aus Wien, Tourguide. Auf den ersten Blick würde man eher sagen, sie ist konservativ. Auch mit den Bildern im Hintergrund ist eigentlich eher so ein bisschen klassisch konservativ. Ich glaube, es ist eher eine ruhigere Persönlichkeit. Ich glaube, sie haut nicht auf die Kacke. Sie ist eher so eine, die ruhiger ist. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht zum Verhängnis wird. Also gerade bei, wenn jetzt Dennis sei jetzt so, glaube, der hat zu viel Energie für Annika beispielsweise. Bianca, Kinderpflegerin aus Nürnberg. Ein Kuss beim ersten Date ist bisher noch nicht passiert, aber wenn der Vibe stimmt. Aber was spricht denn gegen einen Kuss beim ersten Date? Ich verstehe das immer irgendwie nicht, weil ich finde, manchmal passt es einfach und manchmal passt es nicht. Ja? Das hat nichts mit dem ersten Date zu tun. Manchmal passt es auch nach dem 10. Date nicht. Ja? Also manchmal ist der Vibe da und manchmal nicht. Also losgelöst vom Kuss oder sogar mehr. Ich finde es immer so blöd, dass man sich da irgendwie festlegt. Ich finde, man sollte sich einfach gehen lassen und gucken, wie es einfach passt. Und wenn es passt, dann passt es. Und wenn nicht, dann nicht. Kinderpflegerin, finde ich zum Beispiel, zeigt irgendwie was Soziales. Ja? Verdient man leider nicht viel. Ist aber charakterlich für mich ganz stark, finde ich toll, wenn jemand das macht. Und hat einen ganz, ganz natürlichen Style mit ihrem Jäckchen an. Sieht sehr natürlich aus, mag ich. Also sieht sehr sympathisch aus. Also auch das verschmitzte Lachen, also ich glaube, das ist eine Liebe. Hoffentlich nicht zu lieb, weil das ist ja oftmals das Problem. Ne? Wenn man dann zu lieb ist, mögen die Männer auch wieder nicht. Ne? Also Brenda ist natürlich ein sehr spezieller Typ. Er ist rein optisch dunkler Typ, mit den Rastern so ein bisschen. Nettes Lächeln, bin ich mal gespannt. Könnte auch zu Trouble führen. Eva, Architekturstudentin. Also erstes richtiges Date mit 27 klingt schon mal, oh, 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 Vorsicht, ne? da muss eher was nicht stimmen, ja. Aber sieht auf dem Bild, Architektur scheint nicht ganz auf den Kopf gefallen zu sein. Ja, finde ich ja schon mal, ist für mich wirklich auch wichtig. Wenn ich jetzt irgendwie mich unterhalte, man muss schon auf einer Wellenlänge sein. Und ich meine, Student sagt jetzt nicht, dass jemand einen hohen IQ hat, aber sagt zumindest, sie strukturiert, sie, ja, sieht sympathisch aus. Könnte ich mir vorstellen, dass sie weiterkommt. Bei einem von den beiden. Fabienne, Nachhaltigkeitsmanagerin aus München. Ich bin leider die Jägerin, als gejagt zu werden. Ja, okay, sie weiß aber schon, dass sie nicht die Bachelorette ist, sondern beim Bachelor sich angemeldet hat, ja. Ich finde es insofern so ein bisschen problematisch. Ich bin die Jägerin. Pff. Ey, ich meine, ist ja auch schön, erobert zu werden, mal so, mal so. Nur mit der Grundeinschätzung beim Bachelor anzukommen, zu sagen, hey, ich bin Fabienne und der Mann, den suche ich mir aus, bin ich gespannt, weiß ich nicht genau. Freya, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch gemein, ich kann es natürlich nicht sagen, aber ich glaube, mein Typ wäre es nicht. Ja, aber ich bin ja auch nicht der Bachelor, sondern sie hat ja zwei andere zur Auswahl. Na, gucken wir mal, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nicht gelesen, was sie macht. Sie ist natürlich schon die Figur, dass sie fitnessaktiv ist, also ist Fitnesstrainerin. Meine viel Ironie und Spaß, aber auch mit Cuteness. Also Ironie und Spaß finde ich gut. Ich liebe es auch zu lachen und ich finde irgendwie, das macht es alles lebenswerter. Insofern finde ich auf jeden Fall die richtige Einstellung.
Sportlich ist sie auch, was natürlich den beiden auch zugutekommt. Ja, sind ja beide auch sehr sportlich. Dennis ist ja noch 30, da wäre sie älter, aber ich finde auch ein Jahr wäre jetzt nicht so problematisch. Also weiß jetzt nicht, wie die Jungs ticken, aber passt eigentlich auch vom Alter. Ist dann ein bisschen reifer, gestandener. Ja, also könnte ich mir schon vorstellen, dass die Gina den Jungs gefällt. Ina, HR-Business-Partner aus Erdmannshausen. Ich habe keinen Bock mehr auf Tinder, Bumble und Co. Ich will den Wow-Moment. Also sie hat die Apps alle schon durch, ja. Alle Dating-Apps haben es nicht gebracht. Und jetzt ist sie beim Bachelor und krallt sich den Bachelor. Oder einen von den beiden, müssen wir ja sagen. Ist natürlich die Frage, wenn Tinder, Bumble und Co. es nicht gerichtet haben, ob es dann der Bachelor richtet, ist hier die Frage. Studentin für Kommunikation und Eventmanagement aus Elmenhorst. Liebe ist eine unausgesprochene Stärke, die alles bewältigen kann. Wäre vielleicht so das Gegenstück mit dem Blonden zu den dunkleren Boys. Also ich finde schon, dass sie sympathisch aussieht. Das Lachen, ich finde auch einen Esel finde ich sympathisch, ehrlich gesagt. Ja, finde ich wirklich. Finde ich irgendwie coole Tiere. Und ich glaube, es ist so eine normale. Ich glaube, die ist jetzt nicht overdone und eine normale. Und ich weiß natürlich nicht, auf was für ein Typ die beiden Boys stehen, aber könnte ich mir vorstellen, dass sie sympathisch rüberkommt und auch ja, dass sie sich mit den beiden versteht. Jessica ist natürlich auf jeden Fall ein Hingucker, alleine durch die kurzen Haare. Sie sieht so aus, als ob sie kunstbegeistert ist oder selbst malt vielleicht. Tattoos hat sie, sieht man. Ist natürlich aber auch ein spezieller Typ, ja. Also mit den kurzen Haaren ist, glaube ich, auch so, muss man mögen, ja. Lange Haare ist, glaube ich, für mehrere zugänglich, aber vielleicht sagt auch jemand, hey, auf das stehe ich voll, finde ich cool. Zocker, Stubenhocker oder Machos kommen mir nicht ins Haus. Okay, okay. Sieht auch so aus, als ob sie sportlich ist, Yoga macht, keine Ahnung. Sieht jedenfalls so auf dem Bild aus. Hübsches Mädel, auch vom Alter her. Ist ein bisschen reifer, nicht zu jung. Vielleicht auch für Sebastian, der noch ein Tick älter ist. Könnte ich mir vorstellen, dass die bei den Jungs gut rüberkommt. Content Creator aus Potsdam. Da würden ja schon mal... Also ich meine, ist ja gar nicht böse gemeint, ja? Also ich meine, es ist ja heutzutage ein Beruf und ich weiß nicht, also für mich jetzt beispielsweise, es könnte anstrengend sein, ja? Also wenn jetzt ich immer unterwegs und immer alles irgendwie, also klar, ist es ein Job von jemandem und der andere geht arbeiten, aber ist halt immer, also ich stelle mir dann natürlich die Frage, Content Creator, was möchte sie jetzt? Klar, nebenbei vielleicht einen Typen kennenlernen, aber was steht im Vordergrund? Geht es auch um Social Media, Aufmerksamkeit und den Content zu kreieren oder worum geht es hier? Ne? Wären bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken an, ja? Also nichts auszuschließen, ja, aber wäre so für mich immer, okay. Inhaberin eines Schmuckladens und Personal Trainerin aus Marbella, ah. Normalerweise lasse ich mich lieber erobern. Finde ich schon mal gut, dass sie sagt normalerweise, weil es ist natürlich beim Bachelor, ist es natürlich der Mann, okay, jetzt sind zwei, haben natürlich die Qual der Wahl, ja. Also da ist es natürlich, wenn sich jetzt jemand zurückhält und sagt, ich bin die Prinzessin und ich lasse mich erobern. Ich finde das gut, alte Schule finde ich gar nicht schlecht im normalen Leben, nur beim Bachelor ist es halt, wenn du jetzt sagst, ey Mensch, der Mann muss mich erobern und ich bin hier, sind halt 29 andere jetzt, ne? Insofern darf man da den Zeitpunkt nicht verpassen, dass man sagt, ey Mensch, hier ist es vielleicht anders, ich muss auch mal auf jemanden zugehen. Aber sie sagt das schon normalerweise. Also weiß sie, glaube ich, schon, dass es da vielleicht ein bisschen anders wäre. Macht aber einen sympathischen Eindruck. Schmuckladen, Trainerin, Jungs sind auch sportlich, machen sehr viel Sport. Für mich ist ja immer gar nicht das, also ich meine, ich liebe ja auch Sport. Für mich ist jetzt gar nicht... wichtig, dass die Frau super sportlich ist. Es ist aber so, wenn die Frau keinen Sport macht, dann versteht sie oftmals nicht, dass ich gerne Sport mache. Ja? Und dann ist eher das Problem, dass sie es nicht versteht, dass man so eine Affinität dazu hat und dass man gerne geht und oft geht und auch Zeit da verbringt. Als wenn sie natürlich selber Sport macht und das gerne macht, dann versteht sie das, glaube ich, einfach besser. Ja? Und das würde natürlich bei beiden... wäre da dann kein Problem da. Versicherungskauffrau aus Siegburg.
Sieht auf den ersten Blick auch so ein bisschen konservativer aus, finde ich. So Versicherungskauffrau passt irgendwie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen überrascht bin, dass das eher natürlichere Frauen dieses Jahr dabei sind, ja? Also es ist jetzt nicht so viel Gemachtes dabei. Also ist ja jetzt auch nicht schlimm, ne? Aber es ist oftmals, also die sieht schon smart aus, ein bisschen konservativer, schüchterner, aber hübsches Mädel. Laura, Automobilkauffrau aus Ochtrup. Hä? Ein Mann muss mich catchen, sonst verliere ich das Interesse. Wie? Das weiß ich auch nicht. Ja. Wenn du es nicht weißt, wer soll es dann wissen, ne? Automobilkauffrau heißt, sie interessiert sich wahrscheinlich für Autos oder findet es zumindest gut. Ist ja auch irgendwie immer ein guter Einstieg, glaube ich, weil viele Typen auch Autos gut finden, Affinität dazu haben. Ist, glaube ich, eine, die anpackt. Aber sieht auch ganz normal aus, ja. Also ist jetzt, sieht nicht null aus wie eine Prinzessin. Ich glaube, mit der kann man auf jeden Fall Spaß haben und lachen. Könnte natürlich auch eher in den Kumpeltyp gehen, ja. Ich glaube, sie sorgt auf jeden Fall für gute Stimmung. Reiseberaterin Bisping. Ich stehe für Aufregung und Abenteuer. Mein Leben ist ein kontinuierlicher Höhepunkt. Tja, wollen wir mal gucken, ob der Höhepunkt da kommt, ja. Beim Bachelor, bei den beiden. Scheint so, als ob sie gerne an der Stange tanzt auch, ja. Also, da ist ja Aufregung vorprogrammiert, ja. Laura S., Model und Yogalehrerin. Ich flirte mit meiner coolen Art und meinen Augen. Also sind wirklich auch viele, sehen sportlich aus, ne? Also würde zu den Jungs passen. 23, weiß jetzt nicht, wie die Jungs gepolt sind. Ist natürlich relativ jung. Bin ich mal gespannt. Kann ich noch nicht so richtig einschätzen, die gute Laura S. Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund. Meine Macke, ich bin leicht reizbar und zeige das auch ganz unverblümt. Reizbar und heißt ja auf jeden Fall, also ist Stresspotenzial, ja. Also ich glaube, die, auch schon wie sie da steht mit den verschränkten Armen, ist natürlich, ja, sagt ja viel aus über, also ich meine, sagt ja auch ein bisschen was aus über eine Einstellung, ja. Also lehnt da ange... also ich glaube schon, dass die Girls so ein bisschen aufmischt und genau sagt, was sie will und was sie nicht will. Ob die Jungs das gut finden, hui, gucken wir mal. Brautstylistin aus Köln. Für mich muss endlich mal jemand anderes die Partnerwahl in die Hand nehmen. Sieht auch eher klassisch aus, also ist natürlich durch das Brautstyling auch schön gekleidet, edel gekleidet, zurecht gemacht. Aber trotzdem, eigentlich, ich glaube, ist auch keine Draufgängerin. Sie wirkt eher so, als ob sie auch eher zurückhaltend ist, ja. Auch eigentlich normalerweise auch, glaube ich, eher erobert werden möchte, als dass sie jetzt den ersten Schritt macht, ja. Sieht schon so ein bisschen aus wie, also, dass sie auch gerne eine Prinzessin wäre, ja. Aber trotzdem hübsches Mädel. Gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin. Ob Sixpack oder Bäuchlein ist nicht wichtig. Hauptsache, ich fühle mich neben ihm weiblich und beschützt. Okay, das heißt schon mal, sie ist jetzt nicht unbedingt jemand, die wahrscheinlich jetzt Fitnessstudio ganz oben auf der Liste stehen hat. Für sie ist es nicht wichtig. Sie wird auf jeden Fall ein Sixpack kriegen anstatt ein Bäuchlein. Sieht sehr groß aus. Sieht aber auch einfach aus mit den Autos da im Hintergrund irgendwie. Ah, ich glaube, die können schon auch für die Stimmung sorgen. Also ich glaube schon, dass die... Die lässt jetzt nicht alles mit sich machen. Ich glaube, das ist kein Mauerblümchen. Also ich glaube schon, die sagt auch, wo es lang geht. Lisa W., Verkäuferin aus Achern. Lustig, sexy, dramatisch und sehr hilfsbereit. Das beschreibt mich, das beschreibt mich ganz gut. Schwierig finde ich immer, wenn ich mich selber als sexy beschreibe, ja. Kann ich denken, ob ich es aussprechen muss, ist immer so dahingestellt, ja. Sie ist ja schon eine, also sie ist schon eher so ein bisschen Beauty, glaube ich, so ein bisschen... Prinzesschen. Ich bin mal gespannt auch mit den anderen Mädels, ja. Also wenn sie jetzt mal vielleicht nicht so im Mittelpunkt steht, ich meine, klar, wahrscheinlich hübsches Mädel, ja, steht wahrscheinlich oftmals im Mittelpunkt. Wenn dann natürlich auch noch andere 29 sind, bin ich mal gespannt, was das dann heißt. Oh, die hätte ich jünger geschätzt. Hätte ich jetzt auf den ersten Blick jünger geschätzt. Die sieht irgendwie so jugendlich aus. Die hätte ich jetzt nicht Ende 20 geschätzt. Man muss auf sein Herz hören und auch mal etwas wagen. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Aber sie sieht eher so ein netter Charakter. Ich glaube nicht, dass,
dass sie jetzt für Stimmung sorgt. Ich glaube, sie ist Lehrerin, auch ein bisschen gesettelter, auch ein bisschen zurückhaltender, ist nicht die Draufgängerin. Mina, medizinische Fachangestellte aus Köln. Warum ich mitmache? Ich bin der Autor des Buchs meines Lebens und lebe jetzt. Finde ich eine gute Einstellung. Ich bin jetzt nicht so ein Lippenstift-Fan, wenn ich ehrlich bin. Es ist mir ein Tick too much. Aber ansonsten eigentlich ein sehr hübsches, freundliches Gesicht. Das mag ich. Also die sieht irgendwie, finde ich hübsch. Content-Managerin aus Wuppertal. Ich öffne mich schnell, küssen beim ersten Date, kein Problem, wenn alles passt. Finde ich gut. Ich glaube, die lebt einfach. Auch eine hübsche irgendwie. Finde ich irgendwie nicht zu aufreißend, trotzdem irgendwie sehr sympathisches Lächeln. Content-Manager, wie gesagt, ist ja heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so ganz unüblich. Ist halt immer die Frage, was man da möchte, aber macht auf den ersten Blick einen sehr, sehr süßen Eindruck. Content-Creatorin und Social-Media-Managerin aus Berlin. Ich mag an mir am liebsten mein Gesicht, meinen Körper und meinen Charakter. Wäre für mich schon so eine Aussage, lass stecken. Weil, ja, also jetzt nicht böse gemeint. Also ich kann ja, ich meine, ich weiß jetzt auch, dass es hässlichere gibt als mich, ja. Es gibt aber auch hübschere als mich und ich bin halt nicht das Nonplusultra. Es gibt auch andere tolle Leute, ja. Und ich finde, also sag doch irgendwas irgendwie. Aber irgendwie, ich liebe mein Gesicht, mein Körper, meinen Charakter. Okay, du findest dich selber geil. Finde ich, macht jemanden unsympathisch. Marketingmanagerin aus Bad Lasper. Die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, waren nur an meinem Körper, aber nicht an meiner Person interessiert. Sieht ja sympathisch aus, keine Frage. Aber da muss ich mich auch mal selber reflektieren. Woran kann das vielleicht liegen, dass die Leute irgendwie nur auf meinen Körper gucken und nicht an der Person interessiert sind? Vielleicht muss ich da vielleicht auch mal was ändern, ja? Schauen wir mal. Studentin für zeitbasierte Medienkunst aus Linz. Ich bin nicht die klassische Bachelor-Kandidatin und habe Lust, mit Klischees zu brechen. Ja, würde ich auch eher sagen, sieht sehr alternativ aus, ja? Also ist jetzt... sieht jetzt null nach Bachelor-Mädel aus, aber finde ich eigentlich ganz cool. Why not? Also muss ja auch nicht immer das Klischee erfüllen. Und insofern ist halt die Frage, was die Jungs suchen. Ja? Aber vom Ding her finde ich es gar nicht schlecht, dass man einfach auch mal sagt, ey, ist eigentlich gar nicht mein Ding, aber why not? Vivian, selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf. Ich bin manchmal etwas frech und mein Mund schneller als mein Kopf. Ja, ich glaube schon, dass das auch eine Powerfrau ist. Die sagt auch, wo es lang geht und was ihr gefällt und nicht gefällt. Ich glaube nicht, dass sie auf den Kopf gefallen ist. Gerade wenn sie schon sagt, dass ihr Mund manchmal schneller ist. Na? Also ich, normalerweise sollte man ja vielleicht erstmal überlegen, bevor man was sagt. Aber hat halt auch was Authentisches, wenn man einfach frei raus Schnauze sagt, was man denkt, ohne jetzt groß vorher ein Kopfmensch zu sein und sich Gedanken zu machen. Kommt es gut an? Ist das jetzt richtig in dem Moment? Sondern einfach so ist, wie man ist. Also als Außenstehender ist es super schwierig. Ich kenne die Charaktere der Jungs nicht, ich kenne die Charaktere der Mädels nicht. Ich habe jetzt ein Bild. Einige sind fotogen, andere sind auch jetzt in bewegten Bildern irgendwie kommen die sympathisch rüber. Ich finde, nur so ein Foto sagt halt wenig aus, ja. Wenn ich jetzt jemanden sprechen höre, wie jemand in den Raum kommt, wie jemand agiert, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich jemanden jetzt hier nur auf dem Foto sehe, ja. Ist super, super schwierig zu sagen. Also sind natürlich hübsche Mädels dabei, keine Frage. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja. Also ich finde Bianca, die junge 23-Jährige, macht einen super natürlichen, sympathischen Eindruck. Hübsches Mädel, finde ich, ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich glaube zum Beispiel, Larissa könnte bei den beiden Jungs ganz gut ankommen. Die Versicherungskauffrau aus Siegburg, klassischer Typ. Ich glaube, die könnte bei den beiden Jungs ganz gut ankommen. Ich persönlich finde jetzt Nadja rein optisch gesehen, hat ein sympathisches Auftreten, auch die Mina. Wären jetzt zwei optisch, die mir jetzt auf den ersten Blick ganz gut gefallen, ja.
Also ich bin wirklich richtig gespannt. Ich finde es cool. Das ist, mal, ist natürlich was anderes. Ja? Ist jetzt, sind zwei Bachelor, ist nicht nur einer. Ist mal wieder was Neues. Also ich finde, man muss ja auch vielleicht mit der Zeit gehen und es ist was Neues. Vielleicht verstehen die beiden Boys sich auch gut und vielleicht wird es eine Chaos-Staffel, weil so viel Energie da drin ist, dass, dass ganz verrückte Sachen passieren. Ja? Aber ich glaube, für den Zuschauer ist es schön, ja. Es ist, glaube ich, für Unterhaltung gesorgt, weil es ja jetzt auch nicht nur ist, es ist nur ein Typ, sondern auch für die Mädels ist halt cool, ja. Du hast nicht nur, ich meine, wenn ich da jetzt auftauche, dann schreien ja nicht 20 Frauen oder 30, ah, juhu, auf Paul habe ich gewartet, weil die Geschmäcker sind unterschiedlich, ja. Und wenn mir der eine nicht gefällt, vielleicht gefällt mir der andere. Ist für die Mädels besser, ist vielleicht auch für die Zuschauer, Mensch, es gibt zwei, die man gut finden kann. Ah, den einen mag ich nicht so, den anderen mag ich. Insofern bin ich echt gespannt, finde es irgendwie cool. Ich persönlich, wenn ich jetzt der Bachelor wäre, hätte ich es besser gefunden, alleine da zu stehen. Aber ich glaube, für die Unterhaltung und so ist das mit den Zweien eine coole Sache.